seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen. Ja, wenn ihr schon mal da seid, seid bestimmt gespannt, was es Neues gibt. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Also, dranbleiben. So, und dann sind wir hier auf der anderen Seite. Und wie ihr seht, hier steht einiges rum, weil ich gerade hier an diesem Anlagenteil, also sprich am mittleren Teil, wo sich das Bewehr befindet, ein bisschen was gemacht habe, soweit es ging mit dem Rahmen. Viel ist es nicht, aber ich kann es euch trotzdem mal zeigen. Ja. Ups. Und schon schmeißen wir alles um. Ja, wenn das ein bisschen laut ist, hinter mir läuft der Ventilator. Mal ein bisschen durchlüften hier. Okay, also dann zeige ich euch das mal. So, als erstes schwenken wir hier rum und blicken nach unten. Hier ist der Lokschuppen. Moment, ich gehe mal noch ein bisschen weiter runter. Ja. Der Lokschuppen, der vierständige. So, und dann habe ich hier das Dach angepasst. Wer sich noch daran erinnern kann, oder man kann es auch hier noch sehen. Ich habe erstmal hier das Dach anpassen müssen. Dazu habe ich hier aus einem Bastelmaterial Lokschuppen noch ein Dach gehabt, wo hier ausgeschnitten war. Das Teil lag noch bei. Das habe ich jetzt angepasst und hier etwas verspachtelt. Sieht man ja noch. Muss halt noch weiter farblich behandelt werden. Genauso wie jetzt hier noch fehlen die vier Schornsteine und die vier Oberlichter. Und auch hier vorne an dem anderen Lokschuppen muss auch noch etwas am Dach repariert werden. Hier fehlt noch das Glas. Ja, und diese Verzierungen auf dem Dach weiß ich nicht, ob ich das anbringe. Habe ich ja oben im Karton von dem neuen Lokschuppen diese Teile. Also wie gesagt, hier bin ich halt hergegangen und habe das diese Teile hier angepasst und auf der Unterseite so mit Plastikstücken angeklebt, ja, dass es dann eine Höhe gibt. Ja, hier fehlen halt noch die Haltenasen, die dann hier rankommen, dass das Dach dann eingeklipst wird. Habe ich aber, wie gesagt, alles oben im Karton. Und das ist dann eins der nächsten Baustellen. Wenn ich dann so jetzt, ups, Entschuldigung, das war das Stativ. Wenn ich dann mal Lust habe zum Basteln. Ups, schon wieder. So, und dann ging es auch hier hüben in der Ecke weiter. Die Schienen habe ich festgemacht. Die Schiebebühne habe ich immer noch nicht angeschlossen. Weil wie gesagt, also unter der Anlage und über Kopf mit meinem Arm geht es im Moment noch nicht. So, dann standen eigentlich mal da drüben, wo jetzt der Großstrom fährt, standen mal ein paar Häuser. Da habe ich mich umentschieden. Die Häuser, die stehen jetzt hier. Ja. So, dann habe ich die drei Bahnen. Alten Bahnhäuser hierher, habe hier mal die Straße angedeutet mit Gehweg, die vier Häuser und hinten dann das Gartengrundstück dazu, reicht bis an die Scheibe, verschiedene Gartenzäune, ja. Und auch, Moment, ich mache das mal raus hier aus dem Stativ, zack. Und hier dazwischen, mal hier ist so eine Garage und hier ist auch so eine Garage. Hier hinten im Garten kommt dann hier so ein kleines Bungalow,
Hütte. Ja. Weiß nicht, kann man sich auch, kann man es besser sehen. Ne? Die kommt dann hier hinten in den Garten. Das wird auch nochmal farblich behandelt. Ne? Damit es nicht so trüb, so dunkel aussieht alles. Dann habe ich hier in meinem Fundus habe ich noch ein paar mehr. Ja, dann geht es hier mit der Landschaftsgestaltung weiter. Hier habe ich noch ein paar Dekroplatten. Ja, und hier hinten die Ecke. Also das ist alles, was jetzt gemacht werden muss, dass es hier mal etwas vorwärts geht. Ja. Hier diese Papprollen, da werde ich mal gucken, dass ich die noch irgendwie überbaue, dass es irgendwie so eine Art Silo wird. Da wäre eine automatische Beladung oder sowas, wäre hier nicht schlecht, aber mal schauen, ob man da was machen kann. Ja, also wie gesagt, das ist hier das mittlere Anlagenstück. Das will ich mal jetzt weiter bearbeiten, dass es hier mal vorwärts geht etwas. Und sobald es mit meinem Arm besser ist, dann wird auch mal unter der Anlage wieder an der Elektrik rumgebaut, dass die Schiebebühne endlich mal zu Gange kommt hier. Ja. Und da drüben, wie ihr seht, im Kohlenbunker, da ist ein kleiner gelber Traktor, Bagger. Traktor, ein Bagger. Ja, der wie besagt den Kohlenbunker. Ja, ein bisschen rumbaggert. Ne? Der Bodo halt. Der Bodo macht es. Okay, was habe ich noch gemacht? Ja, und das nächste habe ich auch schon hier liegen. Ja. Von Fissmann bewegte Emotionen. Haben wir hier den Schornsteinfeger. Ja, und den werde ich hier irgendwo verbauen. So als kleines Gimmick auf der Anlage. Ich weiß noch nicht wo, aber wahrscheinlich, um die kurzen Wege zu machen, wird es wahrscheinlich hier in dem in Arbeit steckenden alten Gebäude am BW seinen Platz finden. Vielleicht tausche ich hier einen Schornstein aus und dann kommt dann der da drauf, weil hier habe ich meine Schalterlin, die sind noch nicht alle belegt. Da müsste eigentlich was passieren, wenn noch Öl drin ist. Ja. Einwandfrei. Ja. Ist ein bisschen wenig Öl wahrscheinlich drin. Ja. Jetzt geht er schon wieder aus. Ja. Ja. So, ein bisschen ging es weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gezeigt habe. Hier in der Eisenbahnstraße. Also ein paar Bäumchen habe ich hier gesetzt. Fehlt immer noch die Lampen. Also die Straßenbeleuchtung. Muss ich mir erst organisieren. Hier hinten im Garten ist schwer was los. Ja. Da gibt es ein Familienfest. Ja. Oma, Opa, Tanten und die Kinder schon tummeln sich im Garten. Das muss ich auch noch ein bisschen was ausgestalten. So, und dann ging es ja hier hinten weiter mit meinem Bauobjekt. Diese Verladung. Ja, jetzt habe ich hier so eine Halle gebaut. Die Silos, die müssen auch noch oben hier zugemacht werden. Das ist halt jetzt erstmal alles mit Karton gebaut, ja.
eigentlich recht stabil. Weiß nicht, ob ich das nochmal neu baue in Holz dann. Keine Ahnung. Aber mal schauen, wie sich das verhält, wenn ich das dann halt mit Farbe noch behandeln muss. Ja, hier sind dann noch ein paar Fensterchen drin. Auf der anderen Seite auch. Kommt dann vielleicht auch noch Licht rein. Ja, ist eigentlich ganz gut geworden. Jetzt wollte ich eigentlich noch eine Stellprobe machen, aber ich habe hier bloß drei so Silofahrzeuge, aber mit Zement, ne? Ja. So eine Sammler Edition, ja, von 2000. Ja. Drei verschiedene Logos, ja, wie sich die Zeit so geändert hat bei der Firma. Ja, aber das hat ja hier nichts weiter zu tun. Ja, im Großen und Ganzen, so wie sich das im Moment mit der kleinen Stellprobe hier, bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja, dann geht es halt mal noch weiter. So Leute, das soll es dann schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und bleibt gesund und bis bald. Euer Nussknacker. Und jetzt könnt ihr wieder abschalten. Also, tschüss. Abschalten hier.